So, hallo ihr Lieben. Ja, Sandra und ich, wir genießen heute diesen wunderschönen Frühlingstag. Es ist eigentlich schon fast ein Frühsommertag. Es ist fast schon so hell, dass mir eigentlich die Brille im Moment fehlt. Ja, wir sind jetzt hier und vorm Fronda. Fronda heißt das Ganze. Früher hieß es Magazin Wert. Irgendwie sagen wir auch immer noch, wir fahren ins Magazin Wert, aber wir fahren tatsächlich ins Fronda. Und ja, wir wollten euch mal heute zeigen, ist vielleicht für einige gar nicht interessant, weil ihr ja nicht hier lebt oder einige nicht hier leben. Manche leben hier. Hier kaufen wir immer unsere Blumen ein. Jetzt im Frühling im Moment fangen wir wieder an zu dekorieren, unsere Terrasse. Und ja, jetzt bin ich mit Sandra heute hier im Fronda und wir kaufen wieder Frühlingsblumen ein, Osterblumen ein, bisschen Deko ein für die Wohnung. Und da nehmen wir euch jetzt mal mit der kleinen Kamera ein bisschen mit, dass wir nicht so arg auffallen, wenn wir da drin trennen. Wir wollen da nicht irgendwie auffallen. Jetzt genießt die Bilder. Gebt uns den Daumen nach oben und ja, folgt uns. Viel Spaß mit den Bildern. Dann mache ich natürlich mal die kleine Kamera dabei, dass man ja, nicht so arg auffällt. Wir wollen ja hier nicht irgendwie ja, mit der großen Kamera so arg hier auffallen und durchgehen. Also hier im Fronda findet man wirklich alles, sowohl für den Garten, für draußen, als auch für innen. Dekoration, Osterdeko, Weihnachtsdeko, jeweils zur jeweiligen Jahreszeit, großer Gartencenter. Natürlich nicht für jeden für euch interessant, mehr für die Leute, die auch mal hier vielleicht wohnen oder eine Wohnung haben oder so. Aber wenn ihr auf Mallorca mal was braucht, auch Schnittblumen, wenn ihr mal längere Zeit eine Mietwohnung habt hier und in der Mietwohnung irgendwo mal Blumensträuße braucht oder einfach mal durchbummeln wollt, dann ist Fronda auf jeden Fall definitiv immer einen Besuch wert. Wir schauen jetzt hier heute ein bisschen nach Frühlingsblumen, weil bei uns ist heute weit über 20 Grad, ich weiß gar nicht wie viel. Und ja, wir sind jetzt einfach schon mal am Schauen, dass wir ein bisschen für unsere Terrasse und Balkon ein paar Frühlingsblumen finden. Ein bisschen was für die Katze, Katzengras. Sandra ist da hinten, schaut sich gerade die Blumen an. Und ich laufe mal mit euch noch ein bisschen hier einfach durchs Fronda durch. Hier Rosmarin. Boah, riecht das geil. Da quaken schon die Frösche hier in dem Teich. Heukarpfen drin. Da sind ganz viele kleine Fischis drin. Hier hinten kommen dann gleich die Sukkulentenabteilung. Wie sagt man zu den Kakteen? Nennt man sie nicht auch Schwiegermuttersitz? Ich glaube, so irgendwie war das Ganze hier. Schauen wir mal.
Hier geht es weiter, Sukkulenten. Also hier hinten sind dann genau die Sachen für die trockenen Gebiete. Ah, da müssen wir nachher auch noch her. Wir wollen für draußen noch ein paar Kakteen. Das waren dann so ein paar eher kleinere hier. Ah, Deko, Buddha-Köpfe, Buddhas. Rein gehen wir nachher auch noch. Ich glaube, die können wir nicht mitnehmen. Ich glaube, die sind für Katzen giftig, soweit ich weiß. Müssen wir nämlich auch immer drauf achten, wenn wir Pflanzen auf den Balkon stellen, dass sie nicht für Katzen giftig sind, weil auf dem Balkon kann man nicht sicher gehen, ob nicht unsere Katze, unser Kater oder die Nachbarskatzen einfach auch mal an die Pflanzen gehen. Das kann einfach mal passieren. Die haben wir ja auch noch zu Hause. Ja. Und die Dinger wachsen ja einfach auch nur, wenn du wirklich dir ein bisschen mit ein bisschen Wasser besprühst. Ja. Das sind echte, ne? Das sind echte, ja, ja. Oder? Ja, ja, das sind die. Ja, toll. Ja, das sind echte. Toll. Haben wir eine tolle Idee. Ja. Das kannst du auch machen, wenn du einen Garten hast. Ja. Der Spiegel ist auch toll. Ja, das war auch schön. Ja, Hunde kannst du. Ja. Haben wir denn eigentlich noch zu Hause? Vier oder fünf neue. Haben wir noch? Ja, ja. Ah, ja, okay. Ja. So, hier haben wir alles für die Katze. Cool. Guck mal, richtig schön mit dem. Das ist ja auch toll. Mhm. Schön weich. Das ist ja auch toll. Da kommen wieder Katzenmama und Katzenpapa durch. Guck mal, hier gibt es so Unterlagen. So, ach, ja, das sind mit Klettverschluss drin. Das ist natürlich auch nicht schlecht für unsere neuen, wenn wir mal einholen. Ja. Dass wir mal so einholen mit. Dann kann man nämlich nur die austauschen, ja. Wie den ganzen Baum. Ja. Ja, das braucht schon ein bisschen mehr. Ja, was braucht wieder Universalerde, oder? Große, ja, am besten großen. Ja. Und?
gesucht habe. Und, schon was gefunden? Ja, ich muss nur gucken, ob ich die richtigen Topf habe, weil die sind die günstigeren und die weißen sind die teuren. Und da unten drunter sind die weißeren und die sind natürlich viel größer und viel schöner. Ja, da musst du die schöneren mitnehmen, die kleineren, wenn die viel schöner sind. Ja, aber die kleineren brauche ich. Vom Topf her? Die kleineren vom Topf her brauche ich, genau. Und Aquarienfans kommen hier auch auf ihre Kosten. Hier ist nämlich eine große Aquaristikabteilung. Meerwasserfischen, Salzwasser, Aquarien. Das dürfte ein Süßwasser-Aquarium sein. Überlegt, ob die Frösche echt sind oder ob da irgendwas drin ist, war es so, weil ich habe keine gesehen. Nee. Und sie quaken so regelmäßig und normalerweise quaken Frösche, wenn du kommst, eigentlich nicht. Aber keine Ahnung. Sandra guckt hier noch nach anderen Farben. Orange, gelb. Ja, ein bisschen was zu Ostern wollen wir ja schon auf dem Tisch haben. Wir machen auch vielleicht mal gelb, passt ja immer zu Ostern. Gelb passt immer zu Ostern? Ja. Gut. Und jetzt nur eine schöne raussuchen. Die auch ein bisschen hochgewachsen ist. So noch ein bisschen die tropische Indoor-Pflanzen besuchen und mal anschauen. Für draußen haben wir ziemlich viel schon für unsere Deko auf der Terrasse und in der Wohnung. So ein bisschen ostermäßig bunte Blumen. Wow, schöne Orchideen. Ja, es ist immer schön, die Farben zu oben. Jetzt auch mal gleichgefolgt, dann ist es so ja. Ja, ja, ja. Ja, ein bisschen so Gewächshaus, tropisch mäßig. Mhm. Große Auswahl an Orchideen. Hier hinten ist immer ein Kaffee drin, gell? Das Café Aspas, das ist, wird glaube ich betrieben von der Behindertenwerkstatt oder von der Behindertenassoziation, von einer, wie nennt man es, Behinderteneinrichtung. Haben jetzt um die Zeit, wo wir da sind, zu. Aber da ist dann, wenn der Mittagsmenü ist oder so, ist dann noch richtig, richtig voll. Hatte auf bis 17.30 Uhr. Das ist praktisch immer Montag. Genau, Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17.30 Uhr, Samstag von 9 Uhr bis 17 Uhr und Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr. Gibt es dann auch immer ein Tagesmenü. Auch noch eine große Abteilung mit Deko-Möbeln, Holzmöbeln, Kunstblumen und so weiter. Auch hier findet man immer was. Eine große Vespa, nur aus Holz. Der Bogen für daheim wäre doch was, ne? Der ist doch schön hier. Selbe Einstellung nochmal. Ich habe mir direkt den Abspann auch gemacht. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Unseren kleinen Rundgang hier, ein paar Bilder aus dem Fronda hier in Palma. Und jetzt nochmal die Bitte, gebt uns ein Like und folgt uns. Freuen wir uns. Und ja, das war euer Patrick und Sandra vom Can Gourmet. Sandra hält gerade die Kamera, aber ihr habt sie ja gesehen im Video. Und ja, genießt die Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.